Da ist er wieder, der Stage-Diver, aber nicht auf den großen Bühnen der Musik, sondern heute im Kinosaal. Vote Your Movie heißt das Ganze und was das genau ist, das schauen wir uns jetzt einmal an. Selber entscheiden, was im Kino läuft? Diese Möglichkeit habt ihr jetzt. Vote Your Movie gibt euch 5 verschiedene Filme zur Auswahl und ihr könnt abstimmen, welcher davon dann läuft. Darunter sind Filme, die nicht mehr im Kino laufen, aber auch noch nicht im Handel zu erwerben sind. Der am meisten gewotete Film wird dann am ersten Montag des Monats im Cineworld im Mainfrankenpark gezeigt. Und das Allerbeste daran ist, er kostet nur 3 Euro. Filminteressiert, wie wir ja alle sind, konnte der Stage-Diver euch das natürlich nicht vorenthalten. Und diesmal lief Argo, ein US-Polit-Thriller mit Ben Affleck. Aber fragen wir doch einfach mal nach, wie lief denn die Premiere? Ja, also der Film war super gut, gerade nachdem er noch auf einer wahren Begebenheit beruht, war super Film und gerade für 3 Euro Montagabend optimal. Es war sehr schön und ich habe auch mitgevotet. Ich habe zwar einen anderen Film gevotet, aber trotzdem werde ich immer wieder für 3 Euro herkommen. Aber ein super spannender Film, doch. Was sagen Sie zum Preis-Leistungs-Verhältnis? Ja, das war sowieso super. Wir waren ganz überrascht, als wir das vorher mitbekommen haben. Preis-Leistungs-Verhältnis ist genauso genial wie der Film. So, ich bin jetzt hier mit den Initiatoren des ganzen Projekts und fragen wir doch einfach mal an der Quelle, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Ja, wir würden gerne ins Kino gehen, mitentscheiden, welcher Film läuft und möglichst zum guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Und der Thomas hatte die Idee gehabt, spontan vor 2 Monaten und dann haben wir immer mal wieder dran gefeilt und das müssen wir doch irgendwie hinkriegen. Ja, und schließlich haben wir dann im Rahmen des 5-Euro-Business eben das Projekt realisiert und haben noch 2 Jungs mit ins Boot geholt. Fabian und Markus und jetzt hatten wir heute Premiere. Gab es irgendwie einen ganz speziellen Grund, warum es gleich Kino sein muss? Hätte man dann nicht gleich irgendwie vielleicht ein bisschen kleiner erstmal anfangen können? Ja, rein theoretisch schon, aber ich denke mal, jeder geht gerne ins Kino, jeder erlebt gern Kino und ins Kino gehen für 3 Euro mit seinen Freunden ist viel lustiger, als einen Abend daheim abzuhängen in der WG oder Party machen zu gehen. Gut, Party machen ist auch schön, aber man kann ja mal einen ruhigen machen. 3 Euro ist natürlich sehr freundlich für die Studenten und war das jetzt speziell für Studenten gemacht oder sollt ihr eigentlich alle Zielgruppen abdecken? Ja, am Anfang war es natürlich speziell für Studenten. Warum? Weil wir selber auch Studenten sind und weil es einfach eine potenziell große Zielgruppe natürlich in Würzburg ist, aber generell ist es natürlich für alle gedacht und wir haben ja heute auch gesehen, dass aus den verschiedensten Zielgruppen wirklich Leute da waren. Jetzt waren ja 5 Filme zur Auswahl gestanden. Genau, das ist immer so. Das ist immer so? Ja, wir haben immer 5 Filme zur Auswahl und die werden dann quasi immer im ersten Montag im Monat dann gezeigt. Also nicht die, sondern der Gewinnerfilm von den 5. Super, okay. Also, dann freue ich mich schon auf den nächsten Montag und wir sind natürlich wieder dabei und dann bis zum Montag im nächsten Monat. Servus. Das war jetzt die Premiere von Vote Your Movie und das nächste Mal sind wir natürlich wieder dabei und können euch gleich die nächsten Filme sagen. Also, bleibt einfach dran und bis zum nächsten Mal. It's good for you.